Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Tribeverse-Map zusammen mit Markus und Manikus. Endlich wieder mal zwei Ems dabei. Also zwei hallo, Ems, hallo, nur Hallöchen. Zwei Ems. Hallo. Popöchen. Wir häckseln jetzt noch. Und morgen ist dann der legendäre Bart 400. Ob er legendär wird, weiß ich noch nicht. Ich glaube, du musst dir noch was einfallen lassen. Ich habe schon eine Idee, aber okay. Weiß nicht, vielleicht ist das ein bisschen abgedroschen. Wir pressen Ballen und fahren die ganze Zeit. Fahren eine Stunde. Mach einen 1-Stunden-Fahrt und fahren nur mit Ballen her. Ja. Na, ich hatte schon eine andere Idee. Auf jeden Fall, ich sag mal, zum 500. Da muss eigentlich mal was kommen. Also, ob bei 400 jetzt was so Geiles kommt, irgendwas Cooles machen wir sicher, aber. Alter, war das nicht erst vorgestern oder so? Das mit 300 und 200 vor allen Dingen? Das wäre auch erst letzte Woche gewesen, oder? Das war Xerion-Tour, oder? Ja. Mhm. Da sind wir jetzt. Was auf den war 300? Stand. Was? 300 war Silage schieben mit Nico und Marcy mitten in der Nacht. Okay. Da sind wir irgendwie um 3 Uhr morgens fertig geworden oder so. Super. Aber das war nichts Besonderes, 300, oder? Hat man nicht länger gemacht oder so? Doch, der hat fast eine halbe Stunde gedauert, weil es der letzte Part von der Session war und wir dann noch einfach die Felder noch fertig machen wollten. Das ist aber gerade so ausgegangen. Ja, das war Zufall. Und ich denke mir so am Ende so, Alter, wird der lang. Hoffentlich wird das Part 300. Da haben wir ja noch so geredet drüber. Ja, und du die ganze Zeit, ja, das ist schon 305, 310, keine Ahnung. Und ich, ja, weiß nicht, das könnte passen. Da habe ich auch voll gefeiert nach der Aufnahme, dass das, ohne das zu wissen, der Part 300 war. Mhm. Heftig. Ja. Aber wenn ich mir so überlege, ich habe eine Woche Pause gemacht zwischen dem Hagenstedt-Projekt und der Tourverse-Map. Und sonst habe ich eigentlich immer durchgezogen. Und das sind dann mit Hagenstedt zusammen, wenn wir hier 500 haben, schon 700 Folgen alleine, die ich, sage ich mal, täglich mit einer Woche Abstand dann rausgehauen habe. Also mit einer Woche. Mit 7 Parts Verzögerung. Und dann habe ich ja noch Australien gemacht, dann habe ich ja noch Megaprojekt 1, Megaprojekt 2 gemacht. Ganz klein bisschen. Wie war die Australien, ne? Ja, da habe ich ja auch schon jeweils 50 oder so, wenn das hier kommt. Was? Wie war die Australien, ne? Ich weiß nicht, OGF-Maps haben natürlich irgendwie immer mega geile Details, sind irgendwie, haben halt so einen durchgehenden Stil, aber. Buggy ist es schon gewesen, teilweise. Ja. Überall Kollisionsboxen, teilweise. Irgendwo eine Mauer. Ja. Ah, das ist so schön. Du weißt, du fährst über den Rand vom Feld und hängst auf einmal in der Luft, weil irgendwo ein Grashalm Kollision hatte. Und da stehst du mit einem Hexler drauf. Okay. Geil. 180? Ach so. Ja, so geht auch. So machen wir es, du bist täglich voll, oder? Normalerweise. Ja, 90. Muss immer Manikus hier Bescheid sagen, dass er schon auch gleich war, ohne Verzögerung kommt. Dann fahr weg, auch, der hat nie schon. Ja, aber du, dein Hänger ist das erste gekauft worden, deswegen. Es geht mit der ID-Nummer wahrscheinlich. Ja. Halt, es geht mit der ID-Nummer, sagen wir so, 70. Fährst du da jetzt so ein Gras, oder? Ich fahre immer links, rechts, okay, weil das eh nicht so schon mal so breit mehr ist. Gut. Weil du kannst dann einfach Vollgas durchziehen und dann gleich rüberfahren. Boah, wie ewig hier einfach alles schon her ist, weißt du? Eigentlich kommst du mir auch vor, als hätten wir letzten Monat erst hier mit den ganz kleinen Oldtimern rumgegurkt. Das kann ich nicht mehr wissen, weil ich bin erst mit... Ja, okay, da hatten wir Schlüter und sowas noch. Nach den komischen John Deere bin ich eingestiegen. Ja, da, ich glaube, du hattest sogar noch eine Aufnahme mit John Deere dabei. Na, nicht mit dem. Echt? Mit dem ganz schlimmen nicht? Nein, der so gebuggt hat, weil das hätte ich euch dann sonst gesagt. Dass es nicht geht, der war von 0 auf 50 innerhalb von einer Ich meine, damit bin ich mal gefahren, dass du irgendwie, ich glaube, mit dem Unimog geschwadert hast. Und ich bin vorher mit dem Mähwerk drüber. Mit dem Unimog? John Deere. Ich geschwadert? Ja, damals war dir, also, dir das damals noch... Damals habe ich mich ja noch nicht sagen traut. Ja. Damals war ich ja noch ganz ruhig. Eigentlich habe ich mir bei dem Let's Play immer vorgenommen, ja, jetzt machst du ordentlich und so. Aber ich hatte halt eigentlich habe ich durch dich halt das meiste erst gelernt. Der Markus, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, wirklich. Das, nee. So mein erstes Let's Play oder sowas, da habe ich mir gedacht,
halt nicht, wo ich aufgenommen, wo ich nur dabei war. Das ist, da war's, das ist komplett anders, als wenn du nachher jetzt, also nicht, ich habe heute den 800. Part von hochgeladen. Halt die 800. ist mein 800. Video. Also jetzt habe ich 805 oder sowas online. Und ja, da ist halt das komplett anders. Ich merke das auch, wenn ich jetzt ein Projekt starte, teilweise habe ich schon, halt wenn ich nicht alleine ein Projekt mache, ist es teilweise noch immer ein bisschen komisch. Aber zu zweit ist mir das komplett wurscht. Ich muss sagen, ich habe mich total daran gewöhnt, Projekte mit mehreren zu machen. Also ja. Ich habe ja eigentlich meine ersten 9 Monate auf YouTube hatte ich vielleicht, ja, auf jeden Fall ganz wenig mit anderen eigentlich. Ja, ich finde, es ist besser fast. Alleine? Nein, mit mehreren. Ja, es ist natürlich, man hat, ich würde sagen, dass es von der Moderation her anspruchsloser ist mit mehreren. Auf jeden Fall, ja. Weil, ganz ehrlich, wenn ich mal eine Minute hier mich auf irgendwas konzentriere, irgendwann sagt jemand was, darauf antwortet jemand und schon hast du ein Gespräch. Dankeschön. Und sonst ist es halt einfach irgendwie, wenn man mal nichts sagt, dann, also gerade bei so Singleplayer, bei längeren Singleplayer-Projekten war es bei mir so, bei Skyrim oder so, da, und du fällt einfach nichts ein und du musst aber irgendwie was sagen, schon so vom Gefühl her. Weil sonst ist es einfach stinklangweilig. Das ist das zum Beispiel Geniale jetzt bei Watch Dogs, finde ich. Da ist es auch teilweise so, dass ich teilweise nichts sagen muss, weil einfach die Umgebung spricht. Ja. Weil da reden die Leute, da reden die Charaktere sozusagen auf der Straße, hörst denen wieder zu. Und wenn du da reinplapperst die ganze Zeit oder redst nach über das, was die gesagt haben. Das ist für mich auch ureinfach, das Watch Dogs, finde ich. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da eigentlich irgendwie reingeschlittert in das ganze YouTube-Szene. Ja, ich auch. Durch einen Dr. X, da waren wir auf der Löshügel, das war der erste Server, was wir gehabt haben. Und er hat gemeint, so jetzt nehmen wir auf, zack, bumm, macht die Ansprache und ich bin da schon, was ist jetzt? Ich was sagen? Nee. Und dann hat er mich mit so vielen Fragen bombardiert, ja, dass ich gar keine andere Chance mehr gehabt habe, dass ich reden tue. Ne? Du voll. Also 98, wie vorher mal. Ja, jetzt halte ich fast nicht aus. Also das war schon heftig. Ne? Und jetzt bin ich selber seit 5 Wochen dabei bei YouTube. Und da muss ich ehrlich sagen, die erste Aufnahme, was ich eigentlich allein nicht gemacht habe, von einem Projekt von mir, ich bin mir richtig blöd vorgekommen, wie ich mit mir allein nicht gekommen. Du kommst doch nur blöd vor. Ne? Ich meine, du redest wie ein Idiot mit dir alleine. Ja. Du musst davon meine ersten LOL-Parts anschauen, die waren Horror. Wow. Das war irgendwas. Aber sonst so mit der Zeit, das kommst voll rein halt. Ja, das stimmt. Ich bin auch ganz ehrlich, das war eigentlich damals immer so ein Grund, bei Skyrim zum Beispiel, dann habe ich irgendwann ein cooles Thema gefunden, habe angefangen darüber zu reden, aber dann kommen die ganzen Dialoge mit anderen Gegnern oder halt anderen Personen einfach, dann bist du raus. Beziehungsweise dann passt es irgendwie gerade nicht, weil du über irgendwas anderes zum Spiel gesprochen hast und dann, das nervt einfach so. Und bei LS ist halt einfach Thema aussuchen und dann kannst du spielen und du musst das Spiel eigentlich so gut wie gar nicht kommentieren. Klar, man kann mal als Thema wirklich über Maschinen reden, aber das fand ich damals eigentlich bei LS so geil und das war eigentlich damals der Grund. Ich habe ja nach, weiß ich nicht, 1-2 Monaten Let's Play irgendwann mit LS 11 angefangen, dass ich dann irgendwie da ziemlich Spaß dran hatte und das auch als einziges Projekt damals, glaube ich, täglich hatte. Obwohl, ich glaube, Minecraft habe ich damals auch schon eine Zeit lang täglich gemacht, aber ich bin mir dann nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall war das halt einfach irgendwie cool, weil man einfach erzählen konnte und gleichzeitig irgendwie was zu tun hatte, aber nicht gelenkt wurde vom Thema irgendwie durch das Spiel. Ja, das mich stört das teilweise überhaupt nicht, was das Spiel sagt. Ich greife das halt nachher relativ gern auch auf. Ja. Also bei mir drüben auf dem Server mal aufgenommen und ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie wir auf das Thema kommen. Sondern wir haben irgendwas quatscht, ja. Und auf einmal immer von Märchen erzählen. Also was man halt so als Kindheit für Märchen gehört hat oder gesehen hat. Ne? Also was weiß ich, so zu meiner Zeit hat es die Biene Meier gegeben und die Mickey und den ganzen Schmafu halt, ne? Mhm. Also keine Ahnung, wie wir auf das kommen sein. Also wenn du dann irgendwie in einem Thema drinnen bist, dann funktioniert das ja, auch nicht. Ja, ne? Aber das mache ich zum Beispiel bei keinem Projekt oder würde ich ja wahrscheinlich nie machen, dass ich mir Themen vorbereite. Nein, das habe ich auch noch nie gemacht. Das interessiert mich nicht. Das muss von allein nicht kommen. Okay, so, bei Overtrack habe ich manchmal schon so gedacht, okay, gleich nimmst du Overtrack auf, worüber willst du reden und dann, ach ja, das zum Kanal, dann vielleicht noch die 3-4 Sachen. Ja. Nicht nur reden, sondern auch aufs Fangen. Ja, ich hatte gerade einen Lag. Ja, ehrlich, ja. Guck's dir an. Guck's dir an. Übrigens bei 50 FPS, also. Die muss man beeinblenden in dem Video. Ein Ruckler, warte,
Hatte ich gerade hier wieder so einen kleinen Sprung. Aber in der Richtung habe ich weniger. Richtung Hof geht's jetzt runter auf 25. Ja, da habe ich auch nur 25. Sogar ein bisschen drunter teilweise. Hoffentlich wird's mit der neuen Grafikkarte besser. Na. Glaub's fast nicht. Oder hol ich mir auch eine neue. Ja? Für ja. Watch Dogs? Sicher. Ich hab mir heute die... ist auch scheiße. Ja, zumindest wenn du auf absolut maximal spielen willst. Nein, das Problem, was bei mir halt, ich könnte ja, weiß nicht, um meine Grafikkarte sicher noch um knappe 200 verkaufen. Was? Ja. Ne, die kostet 270. 260 circa. Okay. Halt würde ich es noch circa wegbekommen um jetzt die 200 Euro. Ich fahre den direkt weg. Dann kann man die Kurs direkt zu Feld 1 kommen. Wie alt ist der Grafikkarte? Jetzt noch ein knappes Jahr. Ja, da war's in der Meine hat 4 Jahre und ist fast genauso gut. Weiß ich nicht, ob sie es um 200 Euro bringen müssen, Markus. Oh ja. Ja? Glaub mir. Ja. Ja, ich meine, Dumme gibt es immer, ne? Also braucht man nicht drüber reden. Ja, genau. Du musst das nur richtig verkaufen. Das Problem bei meiner Grafikkarte ist, es wissen die wenigsten, dass da zwei Versionen gegeben hat. Und ja, das ist eher das Problem, dass du nachher die richtige Spezifikation reinschreibst und dass sich die Leute auskennen. Ups. Bist du im Kram gelandet? Nee. Ja, aber bei LS ist es überhaupt nicht einfach die Grafikkarte. Das ist einfach das ganze Spiel. Sobald du einige Maschinen drauf hast, ist es überfordert. Das ist wurscht, weil es einfach nicht so programmiert ist, dass es sinnvoll arbeitet. Weil ich glaube nicht, dass meine CPU jetzt komplett ausgelastet ist, zum Beispiel. Nee, meine GPU ist auch nicht komplett ausgelastet. Meine GPU wird auch nicht ausgelastet sein. Du, ich bin noch 40% bei mir, aber ich muss ehrlich sagen, wir haben es bei uns am Server probiert, weil die Wette steht ja immer noch. Das heißt, wir würden es schaffen, dass wir den Server zum Absturz bringen bei uns. Aber so richtig. Ja. Dann muss der Serverbetreiber, der jetzt in der Papa, ja, uns alle zum Essen einladen. Aber wir haben es bis jetzt noch nicht zusammengebracht. Also wenn du warst, ja, lädst du uns beide mal ein. Ne? Ja, also zu Feld 1 soll es passen. Ne? Machen wir Party, ja, das geht schon. Aber da hinten. Ist nicht wahr, echt jetzt? Ja. Das hast du doch wieder mit Absicht gemacht, oder? Nein. Immer da die Felder fahren. Feld 1 ist immer links oben in der Ecke. Ah, ist ja nicht wahr, du hast auf die Felder jetzt da verschaut. Na, nicht auf jeder. Das hat er bei Mainboard ist zum Beispiel oben rechts. Okay. Das hat er mit zweimal Kick da. Der Markus. Freunde. Ja, jetzt war die Hater auch noch drauf. Ich hab aber keine. Jetzt zu Watch Dogs. Ich habe mir heute einen Benchmark angeguckt. Watch Dogs in 4K mit der Grafik. Einmal auf einer Titan, einmal auf einer 87 Ti, auf einer 87 und auf einer R992X und auf einer R992X mit 8 GB. Ja. Das war so extrem, ne? Die beste war die R9 292X. Mit also die 8 Single... GB, oder? Ja, genau, die mit 8 GB. Watch Dogs braucht einen Haufen RAM, Vorraum. Ja, die ging hoch auf 6,5 GB Auslastung. Ja. Richtig krank eigentlich. Watch Dogs ist extrem. Und achtfache Kantenglättung geht nicht bei 4K. Stürzt das Spiel ab. Ja, bei 4K. Haha. Ja, muss alles gemacht werden. Der will schon 4K. Du kannst aber auch hinter mir fahren, Mani. Was kann er? 4K will einfach jeder. Du kannst hinter mir fahren. Wieso, ich kann ja neben die Bäume auch fahren, oder? Ich erwische keinen. Ja, aber du fährst da das ganze Gras nieder. Ja, wer braucht das Gras, damit das interessiert keinen? Okay. Oder brauchst du das? Ja, der Guten. Für was? Nein. Nein. Habe ich doch hier 15 angepflanzt mit Gras, oder? Es wäre eigentlich richtig cool, wenn man mal eine Runde mit einem Profi-Hopper hier drehen könnte und die Randgräser mähen kann. Also so ein bisschen die Straßen frei machen. Ja, genau. Oder hier, wie heißt das, dieses, da gab es mal ins Feri oder so, hieß die Marke. So ein Seitenmähwerk, weißt du? Was? Was? Wo? Gemäht wird. Wollte den Ast mitgenommen. Ist er nicht wahr, bitte? Ich, aber da ist ein Bonzer auch noch vorbeikommen, gibt's das auch? Sag einmal. Ein Bonzer ist aber niedriger. Ja, aber breiter, ne? So nicht unbedingt. Jetzt. Ja, ich fahre mal einen Kreis. Wenn nichts weiß, fährt ein Kreis. Genau. Boah, das war jetzt Kill.
Das war jetzt mal ein Leck. Aber du könntest auch ganz einfach hinter mir fahren, dann... Ja, okay, ich fahr jetzt da hinter dir, weil sonst gibt der Karriere. Du kannst wirklich komplett hinter, das geht sich aus. Nein, nein, ich fahr hinter dir. Nur keine Panik in der Titanic, das sind keine ganz alleine. Beweg dich. Jetzt wird's... Ja, was sieht man dann nicht vor? Ja, ja, ich schau eh, dass ich beschleunige, einfach auf der... Jetzt fühlen wir alles in mein Dach rein. Weißt du, die ganze Fahrerkabine ist schon voll mit dem Klumpen. Ja, vergiss es, du kannst es eh nicht. Verleben wir. Bitte fahrst jetzt weiter. Fahr weiter jetzt. Verschiebe da. Fahr weiter, ich reiß nicht an. Nein. Das ist nur, weil die blöde. Jetzt fahr einfach, bitte. Bleib nicht stehen. Schade, bleib. Wenn der Dreck jetzt einmal stehen bleibt, dann gibt's aber wirklich. Jetzt fahr weiter da. Höher. Verschiebe da. Höher. Das ist ja nicht normal, bitte, der bleibt immer stehen, verstehe ich nicht. Du bleibst immer stehen? Ja, ich weiß nicht, warum er stehen bleibt. Ich drücke eigentlich die Taste 4, aber der nimmt sie irgendwie nicht an. So, jetzt aber. Jetzt fasst mir den Arsch. Das ist mir wurscht, jetzt fahrt er da in die Fuße rein und raus. Ach Gott. Mann. War gescheiter gewesen, wenn der Guten mit gefahren war. Der kann das nicht. Ich bin jetzt eh gleich da. Aber weißt du, was auch jetzt am Ende ist? Ja, jetzt bleibt er stehen auch noch. Also genauso wie meine Nerven. Hast du keine Bremslichter da hinten? Ja, der Bad ist zu Ende. Ja, der Part ist zu Ende. Schon morgen 400, wenn man sich nicht verrechnet hat. Und genau. Ja, ciao Leute. Ciao, ciao. Ciao Leute.